Willkommen, liebe Clasher, das Balance Update Juni 2017 ist da vom Heimatdorf und das Bilderhall Level 6. Hier können wir das sehen, Verbesserung im Heimatdorf und neues Level für die Bauarbeiterbasis. Und dann fangen wir mal schon mal locker an hier und schauen hier mal rein, was gibt es alles Neues. Als erstes mit dem Heimatdorf Balance Änderung 2017. Da sind ganz viele Änderungen, die ich schon genannt habe, nämlich die Kanone Level 15 bei Rathaus Level 11. Darunter liegende sind von 11 bis 14 verringert worden. Der Bogenschützenturm Level 15 ist auch jetzt verfügbar und die darunter liegenden 9 bis 14 wurden verringert. Inferno-Turm Level 5 bei Rathaus Level 11. Dann neue Inhalte. Der Päcker Level 6 bei Rathaus Level 11 ist verfügbar und die Kosten darunter sind auch alle verringert worden, sowie der Magier Level 8 verfügbar, der Heiler Level 5, das hat ja sehr lange gedauert, bis der mal ein Update bekommen hat, beziehungsweise sie. Der Tunnelgräber Level 5 ist auch jetzt verfügbar, damit grenzt sich mit auch dem Mauerbrecher Level 7 Rathaus 11 enorm ab vom Rathaus Level 10. Von 10 auf 11 wird da wahrscheinlich, wenn die das alle abgegradet haben, ganz schön schwierig. Die Trefferpunkte vom Drachen wurden erhöht, vom Schweinereiter auch nicht schlecht. Und bei der Bauarbeiterbasis sind jetzt Live-Übertragungen möglich, wenn ihr euren Fight schon fertig habt. Und dann schauen wir genau da auch noch hin. Meisterhütte Level 6. Neue Inhalte. Ein Bogenschützenturm, ein Zerschmetterer, eine Mine, eine Megamine und 4 Mauern sind neu. Das hatten wir alle schon erzählt auch. Neue Inhalte für Angriffe Level 11 bis 12 sind die Truppen jetzt alle upgradebar. Das hatte ich auch schon im Video gesagt, sobald das Sternenlabor Level 6 verbessert wurde. Dann die Kampfmaschine Level 6 bis 10 ist verfügbar. Sonstiges Juwelen, Ressourcensammler, Lager, Juwelenmine, Uhrenturm können auf Level 6 verbessert werden. Der Bogenschützenturm kann mit einem Gear-Up verbessert werden, wenn in der Bauarbeiterbasis der Bogiturm auf Level 6 ist. Balance-Änderung, Abklingzeit des Uhrenturms von 8 auf 7 Stunden reduziert, das ist öfters jetzt. Leider ist die Schubdauer des Uhrenturms um 50% reduziert. Das ist wirklich schade. Na gut, die Schubgeschwindigkeit ist von 10 auf 8-fach auch noch reduziert. Also mir hat das richtig gefallen, so im Speed-Up diese 3 gewonnenen Angriffe damit hinzubekommen. Schade, aber sie haben es eben reduziert. Wahrscheinlich war das dann viel zu einfach, viel zu leicht, wie auch immer. Die Nachthexe ist neu dabei. Die nachtaktive Schwester der Hexe ist verfügbar, sobald die Bauarbeiterkaserne auf Level 8 verbessert wurde. Die ist richtig cool, denn die sieht optisch allein schon richtig cool aus und die wurde etwas wieder zurückgenommen, damit sie nicht so stark ist. Und dann die Nachthexe ist eine großartige Möglichkeit, die nervigen Zerschmetterer zu zerstören, weshalb wir ebenso ihr Gegenstück vorstellen, der Brutzler. Der ist jetzt auch neu dabei. Reichweite von 7 Feldern, 15 Schuss pro Salve, 16 Schaden pro Schuss aus. Auf Level 6 trifft Boden- und Lufteinheiten gleichzeitig und macht einen Flächenschaden. Das ist wirklich umfangreich und dauert, denke ich, eine Menge Zeit, bis Bilderhall Level 6 maxed out ist. So, jetzt schauen wir uns mal in meinem Heimatdorf das Ganze an. Denn ich überlege, was sollte ich jetzt mit den vielen Ressourcen, die ich hier so habe, upgraden. Und da ist der Bogiturm, der kann weiterentwickelt werden und 9,5 Millionen. Aber ich glaube, der Inferno-Turm für 10 Millionen, der ist die stärkste Waffe und die sollte ich als erstes upgraden. Und das mache ich jetzt auch. Ich denke, ich kann nicht noch etwas upgraden, weil da habe ich nicht genug Ressourcen dafür. Weil dann der Bogiturm mit 9,5 Millionen, das habe ich auch selbst nicht mehr da. Die Kanone, ich auch nicht 9 Millionen zur Verfügung habe. Im Labor muss ich auch nicht, das Labor muss ich auch nicht uppen. Das ist schon mal nett, auch die Zauberfabrik nicht. Da ist nichts zu tun. Aber im Labor ist noch einiges zu tun, nämlich der Mauerbrecher, der Magier, die Heilerin, der Päcker und der Miner. Alle sind noch im Ausbau eine Stufe obendrauf möglich. Bei mir läuft ja noch der Heilzauber, wie in meinem Video schon gezeigt, dass ich das am Upgraden bin. Und das war's dann auch. Mehr ist nicht zu tun. Ist auch schon einiges, reicht ja auch, denke ich mal, erstmal an Ressourcen und an Zeit. Hier sieht man noch den Bogiturm. Den könnte ich weiterentwickeln für 4 Millionen, wenn ich denn auf dem Bilderhall 6 den Bogiturm auch auf 6 hätte. Okay, meine Clanburg wird das auch nicht reichen. Und da sieht man auch, da wird der Bogiturm auf Level 6 in der Bauarbeiterbasis benötigt. Also, schauen wir mal rüber. Hier sieht man auch die Meisterhütte für 1,2 Millionen auf Level 6 möglich. Ich brauche dann noch den Multimörser, um überhaupt dahin zu kommen. Aber ich werde mich jetzt erstmal um die ganzen Upgrades
im Builder Hall 5 drum kümmern, denn das muss erstmal gemaxt werden. Und hier können wir noch sehen, was noch alles möglich ist. Hier nämlich bei Ressourcen gar nichts. Dann bei Verteidigung ist es der Multimörser bei mir und der Brutzler natürlich auch noch für 1 Million auf Level 6. Und die Riesenkanone und der Mega-Tesla sind bald verfügbar. Das riecht nach weiteren Updates. Und die Truppen in Action könnt ihr im Video 273 sehen. Das habe ich euch hier verlinkt. Und ich wünsche euch was. Bis zum nächsten Video. Bye, bye.